Herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu Nexomon Extinction. Im letzten Part haben wir gegen den einen Gildenmeister gekämpft, der Dina getötet hat. Das werde ich ihm erstmal nicht mehr verzeihen. Wir wechseln mal eben den Begleiter. Falls wir überhaupt noch einen haben. In Alpaka hatten wir schon mal gezeigt, oder? Egal. Wir wechseln ihn einfach. So, und gehen weiter. Und zwar in den Norden sollen wir gehen. Denn da halten sich die Banditen auf. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Wir reden natürlich hier erstmal mit allen. Oh, da war noch ein Dings. Hier. Schnapp ich mir natürlich. Weil hier sind viele, ey. Coole Palastwachen. Die irgendwie überhaupt nicht zu dem Wetter hier passen. Naja. Naja. Wieso ist hier ein blaues Feuer? Egal, ich frag lieber nicht. Ich frag lieber nicht. Ah, guck mal, unten. Ah, eine kaputte Brücke. Cool. Oh nein, wir müssen kämpfen, Leute. Okay. Welches Pokémon soll sich denn als nächstes entwickeln? Ich finde schon mal gut, dass der sich entwickelt hat. Heißt. Eigentlich einer von den anderen. Egal, wer sich als erstes entwickelt. Hey, du! Bist nicht von hier, oder? In letzter Zeit schleichen hier eine Menge Banditen herum und du wirkst sehr verdächtig auf mich. Okay. Mann, was soll das denn bedeuten? Eine Qualle, cool. Oder so ähnlich. Oh, es könnte eine Qualle sein mit Tentakeln. Also eine Mischung aus Qualle und hier. Krake. Eine Quark. Eine. Oh Gott, ey. Kralle. Eine Kralle. Eine Kralle ist das, Leute. Doppelhieb. Sehr schön. Du machst guten Schaden tatsächlich. Er auch. Okay. Wir wechseln mal eben hier zu dir. Verfehlt. Hahaha. Glatteis. Okay, du machst das gleiche und wir machen gleich viel Damage, obwohl du ein Level höher bist als ich. Ein Servirian. Also ähnlich. Ach gut, ich mach echt guten Schaden. Mann, du hättest mich jetzt ruhig töten können. Komm, töte ihn, super. Und dann kriegst du die Erfahrungspunkte. Hihihihihi. Das war mein Plan. Oh Gott. Oh Mann, ey. So war das jetzt hier nicht geplant. 21, 30, 30 ist natürlich viel. 19, er hat wieder gewechselt, okay. 38, oh mein Gott. Muss auch wechseln zu Elektro-Dingsy. Hihi, nur 4 Schaden. Ich mache hier Elektrokraft, dann bist du weg vom Fenster. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Auch Wasser. Ach, ich glaube, der hätte nur Wasser, ne? Ich nehme mich danach aus. So, Donnerschlag. Nice. Ja, mach Donnerschlag. Guck mal, die hat keine mehr. Sind alle geschwächt. Ah, nicht so schlimm. Dann gebe ich dir die Erfahrungspunkte. Ah, Plasmakanone. Sehr gut. Mal gucken, ob wir ein paar Level-Ups haben. Ja, der Yammer auf jeden Fall Level-Up. Das brauchen wir auch nicht. Das habe ich auch schon. Also ganz ehrlich, ne? Also da fühle ich mich momentan ein bisschen verarscht vom Spiel. Dass ich irgendwie die ganze Zeit nur die gleichen Attacken lerne. Das ist doch seltsam, oder? Weiß nicht. Ich glaube, das ist so ein Punkt, den ich jetzt hier an dem Spiel bemänge. Die Attacken. Anscheinend gibt es wohl nicht so viele Attacken im Spiel. Weil ich wirklich immer nur die gleichen Attacken hier bekomme. Weil nach einer Entwicklung müsste es auch ein paar neue Attacken geben. Und nicht einfach das gleiche nochmal. Naja, vielleicht ändert sich das ja noch ein bisschen. Obwohl ich bis jetzt noch davon nichts noch nichts gemerkt habe. Oh. Ich
habe eine Frage. Wie kriegen wir jetzt eigentlich diese Lebensenergie her? Die Pflanzenenergie, wenn die Tochter von Omnicron weg ist, tot ist. Aber vielleicht lebt sie noch. Mal schauen. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Wow, wir sind da viele. Euch allen vier, denke ich. Mir ist bewusst, dass ihr Angst habt. Seit Jahrhunderten werden schreckliche Geschichten über diesen verfluchten Turm erzählt. Wer sich hineintraute, wurde verrückt. Wer an dieser Mission teilnimmt, muss wahrlich leichtsinnig sein. Wow, dieser Typ ist echt schlecht im Motivieren. Hust, was Edward sagen will, ist, dass euer Mut niemals vergessen wird. Ah ja. Ihr wisst schon, falls euch etwas Schreckliches hier zustößt, was statistisch gesehen sehr wahrscheinlich ist. Sie sind beide schlecht darin. Ein mysteriöser Kult verbirgt sich in diesem Turm. Er ist ihr Unterschlupf. Wir glauben, dass etwas in diesem Turm die wilden Nexomon in Rage versetzt und somit für die Misere der Stadt verantwortlich ist. Wir brechen in ihre Hauptquartier ein und decken die Wahrheit auf. Los geht's. Ich habe keine Angst vor Geistern. Ich bin bereit. Diese arme Stadt hat genug abbekommen. Es ist Zeit, es zurückzuzahlen. Ihr schafft das, Moritz. Ihr schafft das. Moritz ist mein Freund und er hält uns den Rücken frei. Wow. Tschüss. Okay. Da will ich mal kämpfen. Ich sag nur, noch. Wir müssen weitergehen. Oh, hier haben wir ein Item. Eine Orange. Gibt's hier eigentlich... Ach, weiß nicht. Oh, da wäre ich fast reingelaufen. Aber nur fast, weil ich einfach so klock bin, Leute. Oh, was haben wir hier denn? Den Eisgeist. Okay. Das wird spannend. Oh, die kennen wir doch schon. Oh, wie ich sehe, hast du dich gut vom Fall erholt. Hey, Atlas, was ist los? Ich bin gleich zurück, Xiao. Okay. Nenn mich Merida. Ich war das fünfte Kind von König Omnicron. Vor tausend von Jahren war ich der unbesiegbare Tyrant der Meere. Und die beste Volleyballspielerin der Welt. Aber das ist ein Surfbrett. Also bist du Dinas Schwester? Ich weiß, was ihr von mir wollt. Und ich werde es euch geben. Aber meine Kraft hat einen Preis. Ein kleiner Gefallen, mehr nicht. Wir müssen kämpfen. Dieser Turm. Damals war ja unser Zuhause. Vater Omnicron und ich, meine Geschwister, regierten von seiner Spitze aus. Und jetzt verschanden ein paar Menschen diesen Ort. Ich bin nicht stark genug, sie von dort zu vertreiben. Aber ich kann nicht ruhen, ehe sie von dort verschwinden. Moritz, wenn du diese Eindringlinge los wirst, schenke ich dir meine Kraft. Oh Gott, die rastet aber aus. Ach, da ist Atlas wieder. Hey, fertig mit dem Gespräch? Was ist falsch mit dir? Naja, ich verstehe mich nicht allzu gut mit diesen Geistern. Es könnte sein, dass ich der Grund bin, warum sie überhaupt Geister sind. Es ist merkwürdig zu sehen, dass sie uns helfen. Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Also, warst du schon mal in diesem Turm? Damals sah er anders aus, aber das sollte keine große Sache sein. Auf geht's! Oh, Atlas ist cool. Fast so cool wie die Katze. Aber nur fast. Na, guck mal, hier hätten wir uns auch nochmal heilen können. Wir sind voll, ne? Ja, wir sind voll. Gut. Dann wollen wir rein. Hübsch. Sieht echt gut aus. Grabstätte des Omnicrons. Oh, hier wurde er begraben. Okay. Cool. Sieht echt gut aus. Sind jetzt hier überall die Statuen? Oh, tatsächlich. Hier sind jetzt überall die Statuen. Ah, da seid ihr ja. Warum habt ihr so lange gebraucht? Wir brauchen eure Hilfe mit diesen Banditen. Okay, wir machen das schon. Wenn es so weitergeht, brechen sie bald in die Königskammer ein. Okay. Oh, links steht auch eine Statue. Richtig cool. Das ist echt gut gemacht. Ne? Zwar nicht so effektiv, aber Giftwolke. Komm, ich mach Giftwolke einfach. Guck mal, das bringt genauso viel. Und vielleicht kriegen wir hier sogar noch eine Vergiftung rein. Ne, kriegen wir nicht. Okay. Okay, dann nicht. Dann nehmen wir Fang Louis.
Glory. Fan Glory, Latteis. 27, okay, ist auch nicht effektiv, okay. Egal, Stromschlag, komm. Nice. Da hat schon die dritte Entwicklung, also die letzte Entwicklung von unseren Dingsi-Bumsi. Oh nein, der kann Heilung. Oh Gott, frier ihn bitte ein. Frier ihn einfach nur ein. Alter. Okay. Komm her, mein Kleiner. Oh Gott, er hat einfach ausgewechselt. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. 20, okay. Ich mache momentan eigentlich mehr Schaden, aber er... Oh ne, er macht jetzt auch sehr, sehr guten Schaden. Na gut, das war's für ihn. Dann die Yama, komm her. Dein großer Auftritt mit schwarzer Flamme, die du daneben haust. Oh, die Kuh. Die Kuh. Oh, 41 Schaden. Oh, sehr gut. Das wäre echt gut von dir, Kleiner. Gott, er hat gewechselt. Er hatte Angst vor dir. Na gut, dann haben wir ihn hier raus. Mit Psy-Geysir. 17 Schaden, was ich nicht lache. Psycho-Bombe. Psycho-Bombe. Oh, ein Mann. Einen hat er überlebt, schade. Und der letzte. Oh, der ist ja auch fast tot. Ja, okay, dann ist er auch weg. Sehr schön, Kanui. Mag sich entwickeln? Na, na, na? Schade. Wenn du deine Beförderung willst, musst du dich anstrengen. Vormarsch, Edward ist schon da vorne. Ja, ich müsste mich aber jetzt erstmal wieder heilen. Eine grüne Birne. Lecker, lecker. Ich habe gehört, dass manche die Birne echt abscheuen. Also, dass sie die nicht cool finden. Ich mag Birnen total gerne. Ich würde sagen, nach Kirschen und Erdbeeren und Wassermelone, dann kommt die Birne. Noch vor dem Apfel. Weil die Äpfel, die sind mir meistens zu süß. Und die Birne, die ist für mich eigentlich immer perfekt. Okay, gehen wir erstmal runter. Erstmal runtergehen. Hier ist ja überhaupt niemand. Oder sind die Königskammern unten? Ich weiß es gar nicht. Was ist jetzt los? Halt! So sieht man sich wieder, Moritz. Es ist mein Moritz. Meine Knochen. Ich hasse dich, Moritz. Okay. Okay. Ach, da sind wir, Leute. Wir sind da. Ich bin leider den falschen Weg gegangen. Mist. Ich wollte den anderen Weg gehen. Ich rede gleich mit euch. Muss ich mit euch reden? Ich weiß nicht. Wieso stehst du eigentlich hier? Augen auf, Moritz. Ich habe schon viele schreckliche Dinge über diesen Ort gehört. Macht eine Pause. Kleines von hier an wird es nur noch schlimmer. Aha. Es ist so schön, wieder mit dir zu arbeiten, Moritz. Ich könnte es kaum glauben, als ich erfuhr, dass du Mulzima ganz alleine besiegt hast. Wow. Was haben wir bisher über diesen Kultisten gelernt, Bonnie? Die Kultisten glauben nur Omnicron selbst verdient einen Titel des Königs und keiner der Tyranten. Und was wollen sie machen? Omnicron existiert nicht mehr. Scheinbar versuchen sie, ihn erfolglos wiederzubeleben. Auferstehung, ach komm, das ist so ein Klischee. Nun, irgendwas verärgert die wilden Nexomon. Ich glaube auch nicht daran, aber ich bin auf mich selbst wütend, wenn alte Dämonen unter meiner Aufsicht erwachen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen da rein. Warum sind sie so von diesem Tyrantenei besessen? Sie wollen jeden Tyranten zerstören, der sich Omnicron widersetzen könnte. Dich eingeschlossen, schätze ich. Es ist nicht schlecht, dass sie Tyranten jagen, aber Omnicron zurückzubringen ist auch keine gute Idee. Ah, okay. Ich meine, die Tyranten sind wahrscheinlich erst so böse geworden, als die Menschen, die nicht mehr haben wollten. Man könnte Tyranten eigentlich auch als Nexomon zählen, finde ich. Die sind dann halt nur ein bisschen größer.
Naja. Schönes Gehirn. Das Kompliment wollte ich schon immer mal jemanden geben. So, wir gehen erstmal hier links nochmal her und gucken. Machen Lucky Lucky hier. Ach, die Kristalle, die sind schon ein bisschen auffällig, finde ich. Ne, kleine Biene, Zumble. Ne, kann ich aber nichts mitmachen. Okay, hier haben wir eine Kiste. Begleiter Monika. Oh, wir haben neuen Begleiter, Leute, für den nächsten Part. Fliehen, fliehen. So, wir springen mal hier rüber wieder. Hopp. Und gehen hier hinten noch runter. Noch ein Gehirn. Ein schönes Gehirn. Okay. Hier unten ist aber nichts. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Das hat's ja gebracht. Das hat was gebracht, Leute. Ah, hopp. Super. Die Fahnen, die sehen noch sehr gut aus, tatsächlich. Moritz, Moritz! Die anderen kämpfen gegen die Anführer. Du solltest sie unterstützen. Ich habe genug Vorräte, um dein Team zu heilen. Allerdings nur einmal. Auch andere kommen zu mir, wenn sie eine Pause brauchen. Viel Glück! Achso, wenn ich eine Pause brauche, dann... sich nach links? Scheinbar. Bin mir nicht sicher. Hier haben wir auf jeden Fall eine Kiste. Oh, auch süß. Also hier gibt es echt sehr, sehr viele coole Nexomons. Kosmisches Amulett schon wieder. Kann ich das jemandem geben oder wieso fehle ich das so oft? So, kosmisches Amulett hier. Es wird gesagt, dass dies die Chance verbessert, sehr eigenartige Nexomons zu finden. Ah, okay, cool. Okay. What the fuck, wo bin ich hier denn? Junger Thema, was ist die größte Sünde der Menschheit? Der Untergang von Omnicron natürlich. Der wahre König der Monster. Schau dir mal diese elende Welt an. Die natürliche Ordnung des Planeten ist für immer außer Kontrolle geraten. Sag mir, Moritz, wäre es nicht richtig, den alten König zurückzubringen? Wäre es nicht richtig, unsere Sünden zu korrigieren? Ha! Jetzt könnt ihr ehemalige Thema mich nicht erreichen. Ich habe das Feuerding. Woher sollte ich wissen, dass du das kannst? Das stimmt, woher sollte er das wissen, ne? Oh, er hat ein Zunkenneid. Okay, dann machen wir Palmschüttler. So, gib ihm bitte hier Betäubung. Bitte einmal Betäubung. Bitte, lieber Gott. Danke. Danke. Willst du mich verarschen? Wow. Einfach nur wow. Danke. Danke, Spiel, dass du mich so liebst. So, Glatteis. 56. Oh Gott, jetzt bin ich auch noch verbrannt. Das ist gemein. Das ist echt gemein. Okay, Mann, ey. So, du hier. Du machst doch bestimmt guten Schaden, oder? Guck mal, 31. Sehr gut, wir machen es nochmal. Sehr schön. Und dann Plasmakanone. Super. Okay, ein Delta-Ding. Ah, 53. What? What? 53 macht der? Alter Schwede, ey. Oh, sehr gut. Er hat ausgewechselt. Noch ein Feuertyp. Ah ja gut, er sieht auch ein bisschen feuermäßig aus tatsächlich. So, Elektrokraft 30, okay. Noch alles in Ordnung. Ah, das müssten wir aber hier überleben. Ah, er hat gewechselt, okay. Verfehlt, nice. Sehr gut. Weg mit dir. Oh, da bist du ja wieder. Oh nein. Nein. Prügler. Schade, ich hätte dich gerne die Erfahrungspunkte
zukommen lassen. Sollte ja mal. Bitte mach Schaden. So, den hasse besiegt. Sehr gut. Jetzt nur noch ihn hier. Oh. Oh Gott. Ich muss wechseln. Ich will, dass er Erfahrungspunkte bekommt. 36. Okay, 36 geht noch. Zielgeisier. Nice. Und den besiegen wir jetzt auch noch. Nice. Sehr gut. Sehr gut. Nicht schlecht, Moritz. Lustige Leuchten dieser Kultisten. Man könnte denken, ich würde ihre Idee unterstützen, Omnicrons wieder zu beleben. Aber nein, was diese Welt braucht, hat mein Vater nie gehabt. Oh, tut mir leid, ich musste niesen. Und mein Mikro musste runtergehen. Du hast dich gut gehalten, Atlas. Schluck. Wie ich sehe, hilfst du dabei, gegen die Tyranten zu kämpfen. Viel Erfolg dabei. Bist du damit einverstanden? Ich dachte, du hast Menschen. Mich kümmern die armseligen Menschen nicht, aber die Krise, mit der wir konfrontiert sind, ist weitaus größer als solche niederen Streitereien, wie ihr bald sehen werdet. Außerdem mag ich keinen der Tyranten da draußen. Die Idee, dass sie den Thron meines Vaters übernehmen, ist lächerlich. Nun, ein Tyrant muss ja gewinnen. Mit Sicherheit gibt es auch einen Guten da draußen. Selbstverständlich, ein würdiger Tyrant existiert in der Tat. Und er wird aus eurem Ei schlüpfen? Wie kannst du dir so sicher sein? Ihr werdet es merken, wenn das Ei schlüpft. Ich hab den König dann. Ist das der Grund, warum uns die Geister helfen? Glauben sie, dass Omnicrons wahrer Erbe in diesem Ei steckt? Exakt, aber woher kommt das Ei überhaupt? Das hat mir Dina gegeben, oder? Hat mir das Dina gegeben? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh Gott, ich weiß echt nicht mehr, woher wir das Ei überhaupt haben. Gute Frage. Good point. Gehen wir weiter. Hallo Quali, ich bin weg. Ich muss weitergehen. Qualichen. So, wir heilen uns mal. So Leute, ich würde sagen, das war's dann mit diesem Part. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.